Hallo Leute, melde mich zurück bei Let's Play Resident Evil Revelations, der Raid-Modus. Ja, jetzt geht's weiter mit Stufe 11, die Semiramis, oder Semiramis, wie auch immer. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich nehme Quint, weil der jede Menge Bonis drauf hat. Ja, und das soll's eigentlich gewesen sein. Jetzt geht's los. Okay, wir starten erstmal. Ja, gute Frage, wo sind wir? Ist schon klar, wo wir sind. Wir befinden uns hier auf dem vorderen Deck. Da, wo wir rausgeworfen wurden. Und diese Hunter halten ganz schön viel aus, wenn ich das so sehe. Mal sehen. Klatsch. Hinter mir kam jetzt aber nichts, oder? Nee, Glück. Okay, wollen wir mal weiter? Oh, das ist wieder so richtig mies. Hier gibt es wieder bestimmt dutzende Wege, die man lang gehen kann. Aber am Ende vergesse ich wieder... Ernsthaft? Am Ende vergesse ich noch wieder irgendwelche Gegner. Und dann beiße ich mir dafür wieder in den Arsch. Aber es scheint so, als ob hier nichts wäre. Ich glaube, dort hinten kann man noch nicht lang gehen, weil das wäre, glaube ich, Stufe 13. Also denke ich mal, nach unten wird schon richtig sein. Oh, scheiß. Na, hallo. Oh, die Gegner sind schon um einiges härter als erwartet. Aber für was habe ich denn... Was habe ich denn Schaden im Nahkampf, Trottel, hä? Und oh nein. Ja, friss. Ich habe Sprengradius-Bonus. Sackratte. Trotzdem, das wären mir dann doch ein paar zu viel. Ich bin dann erstmal weg. Und oh nee, was ist das denn? Ein riesiger Skunk. Chunk. Ein riesiger Chunk. Klatsch. Ja, schön, hau deine Freunde um. Das kostet mich jetzt zwar wieder ein bisschen Money, aber ich denke mal, das ist es wert. Und schade, hier liegt nichts mehr. Da liegt auch nichts mehr. Jetzt haben sie wieder ein bisschen abgeändert. Finde ich blöd, aber stirb. Du riesiger Spaten auch und. Was sollst du denn darstellen? Ein riesiger Klumpen, der explodiert. Wiederum, ich denke mal, er ist sehr gut, um Feinde umzuknallen. Jedenfalls recht herzlichen Dank für die Gewehrmunition. Die kann ich wirklich gebrauchen. Und wo kommst du her? Headshot. Hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten. Ich habe ja nur fast ein ganzes Magazin für dich verschwendet. Aber wenn es weiter nichts ist... Kein Ding. Oh, ups. Hallo, mein Kleiner. Und... Was ist das denn? Also, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Anstatt Nahkampf legt er einfach ein paar Bomben hin. Finde ich aber gut. Das ist mal was Cooles. Das hätte ich nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, aber... Ja, da... Quint ist vom Körperbau jetzt auch nicht unbedingt so derjenige, der den Leuten direkt eine BAM durchzieht. Nein, er ist eher mehr derjenige, der... Ach, fick dich doch, ey. Hab dich. Ist eher mehr derjenige, der halt eben, ja, solche technischen Spielereien benutzt, um zum... Hä, warum ist denn der so resistent gegen Rot? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da unten ist noch einer. Du hast keine Überlebenschance. So, stirb. Da ist er. Hey, kann ich hier durchschießen? Natürlich nicht. Das ist realistisch mal wieder, obwohl teilweise auch nicht, aber... was soll's? Komm. Und klatsch. Ich hoffe, was waren alle Gegner?
denn um ehrlich zu sein, bin ich schon ganz schön wieder in Verruf gekommen, denn... Ach nee, nicht du noch. Ja, du kleiner Bastard. Upsi. Danke für den Schlüssel. Ich heile mich mal. Und, Gewehrmunition. Nett und Schrot. Das hat sich doch gerade nicht sonderlich schön angehört. Das klang so, als ob hier irgendwo etwas wäre. Es wird jedenfalls dringend Zeit, dass ich Level 11 erreiche. Ja, was ist denn da los? Ja, friss. Hab dich. Wird dringend Zeit, dass ich Level 11 erreiche. Denn dann kann ich auch meine... Hier muss ich lang. Dann kann ich nämlich auch meine schöne... Die... Was war's? Das war doch eine PC... Warte mal, lass mich kurz nachdenken. PC 356 dürfte es gewesen sein. Kann ich die auch benutzen und da kann ich weitaus mehr Upgrades draufhauen und ach, einfach großartig. Die Frage ist jetzt, wo muss ich? Vermutlich in den Fahrstuhl. Doch. Nein, eben nicht. Warte mal, was haben wir hier eigentlich nochmal storymäßig gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine, es gibt hier so viele Wege, die ich gehen kann. Also der Weg ist es glücklicherweise schon mal nicht. Dann habe ich ja nur noch... Munition. Pistole, danke. So muss ich erstmal eine Ebene nach oben. Nein, auch nicht. Und hier geht's auch nicht lang. Hä? Okay. Jetzt habe ich gerade... Obwohl, einen Weg gibt's noch. Einen Weg gibt's. Es geht nur einen Weg. So, von dort komme ich. Also muss ich hier hinten lang. Hey. 130, naja, besser als nichts. Ins Casino. Oh, und das könnte was ganz, ganz Schlechtes bedeuten, ins Casino zu gehen. Ich habe nämlich so die böse, böse Vorahnung, dass hier... Ups, Entschuldigung. Dass hier... Naja... zwei meiner besten Freunde wieder auftauchen, aber bisher nicht. Bisher haben wir nur einen lausigen Bogenschützen. Der aber mittlerweile auch schon... Oh, oh. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin am Arsch. Ich weiß gerade gar nicht, aber bisher bin ich noch nicht draufgegangen innerhalb des Modus. Obwohl, es kann, glaube ich, mal sein, dass ich mal gestorben bin, aber das ist schon länger her. Ach, hallo. Headshot. Ja, lad nach. Ich brauche jetzt sowieso Feuerpower. Was denn das zur Hölle? BE wollte ich schon sagen. Ja, BE. BE finde ich hier glücklicherweise nicht. So, den habe ich auch. Ich denke mal, hier wird dann bestimmt Schluss sein. Oder auch nicht. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Denn ich weiß nicht, ob ich jetzt vor die... Ach nee, jetzt verstehe ich. Gut, es ist anders als gedacht. Man muss erst alle Gegner töten, die außerhalb sind. Dann kommen die zwei, der eine mindestens. Aber ich denke mal, es werden bestimmt zwei sein. Dann kommen die Schwasten hier raus. Okay, es ist schon mal einer. Okay, ist nur einer. Glück. Hä? Ja. Hab dich. Das macht ordentlich. Hab dich. Komm.
Impulsstöckchen. Tot. Ach, noch einer. Na super. Hier. Komm, tritt. Los. Wir haben aber jede Menge Leute ganz schön viel Pech gehabt. Wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, zu einem Skakset zu werden, liegt bei 1 zu 1000. Und hier sind gleich zwei von diesen Ratten, also... Oh, ja. Okay, komm, hier noch eine. Damit ich euch zumindest erledigt habe. Hab dich. Und ich habe gehört, das Ziel ist aufgetaucht. Au. Zumindest klang es so, als ob es da wäre. Ist jetzt auch erstmal egal. Ich habe größere Probleme, als mich darum jetzt zu kümmern. Ja, friss. Ach, hey. So. Aber gerade auch noch solche... fuck yeah, gestunt. Oh, das wird wieder einiges kosten, die ganze Muni... Herzlichen Dank. Oh, der kleine Uzi kommt angelaufen. Ach, der kleine süße Mann. Ich hab dich. Danke für die Gewehrmunition, die war wirklich... Bitter nö. Ach, hier ist das Ziel. Gut, hab's geschafft. Ui. Und hab auch wieder grüne Kräuter voll. Das heißt, immerhin, da muss ich kein Geld mehr für ausgeben. Ja. Keine Ahnung, was welche Sprache das war. Hat sich irgendwie. Mist. Leider nur A-Rang. Na egal, das ist machbar. Bingo, Level 10, das macht erstmal einen Erfolg. Autoschuss wieder erhalten, super. So, gibt's dafür irgendein... Ja, guck, seht's. Neuen Charakter, und zwar Raymond haben wir erhalten. Mal sehen, was der kann. Ich schaue es mir mal schnell an. Wie schon gesagt, einen Charakter an diesem Part wechsle ich sowieso nicht mehr. Das Ganze hat jetzt auch wieder so an die... Keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt, wenn ich angefangen habe. So, Raymond. Oh, Magnum-Experte. Magnum-Nachladen plus Feuerrate. Ah, das gefällt mir. Ich glaube, es gibt auch mal was Wichtigeres zu tun. Und zwar kaufe ich mir erstmal das hier. Mehr Magnum-Munition. Und dann fülle ich... Magnum auf, BOW, Granaten und Gewehr. So, der Rest ist mir egal. So, na jetzt ist es, jetzt stecke ich ein bisschen im Konflikt. Ich meine, hier kommt auch wieder ein Boss und da bräuchte ich jemanden mit Magnum. Raymond hebe ich mir mal als Charakter später auf. Wartet mal, wo gibt es denn jetzt eigentlich wieder so einen stärkeren? Ach, hier auf dem schneebedeckten Berg. Verstehe. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ach, was soll's? Ich mach's jetzt einfach. Wird schon klappen. Oder wird schon schief gehen. Raymond hebe ich mir jedenfalls auf. Mit der Tatsache, dass er Magnums steigert, ist er... Wird er mir noch sehr nützlich sein. Ihr seht aber auch schon, ich mache im Grunde nicht mehr wirklich Schaden gegen Gegner. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Steh auf. Oh. Ja. Das dürfte euch erstmal allen die Fresse stopfen. Also ich habe dringend ein bisschen Training nötig.
Oh, wo kommt der denn her? Hab dich. Headshot. Ja, komm. Mach nur. Nee, also ich werde mal, wenn ich das hier abgeschlossen habe, werde ich mal... Okay, hier ist doch kein Boss. Die kommen aber noch. Das kann ich euch versichern. Dass auch noch der Drakhignatsu kommt. Aber in der Mini-Variante. Das heißt, es wird richtig putzig. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Klatsch. 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 Gut. Oh, ich weiß immer nirgendwo die herspawnen. Ist halt so beschissen, wenn die von hinten kommen. Nein, ich mag es nicht von hinten. Oh, wartet mal. Klatsch. Hab dich. Kommt er vielleicht hier noch? Oder... Ja, wäre blöd, wenn ich es nicht mitnehme. Oh, ich und meine Vorlaute Fresse, ey. Zwar nicht er, aber andere.